In der Debatte Kerstin Andrae für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Fuchs, Sie heben ja gerne Zeitschriften hoch zu Beginn Ihrer Rede. Dieses Mal haben Sie es nicht gemacht. Sie hätten den Spiegel hochhalten können von dieser Woche, der Bröckelstaat. Seit Jahren investiert der Staat weniger, als zum Erhalt der Infrastruktur notwendig wäre. Und da muss im Wirtschaftsministerium die Alarmglocke angehen. Sie sagen, wir haben eine schwarze Null, Sie sagen, wir nehmen keine neuen Schulden auf. Fakt ist aber, dass Sie sich weiterhin verschulden. Sie holen im Augenblick das Geld nicht bei den Banken. Aber was Sie machen, ist, dass Sie das Erbe unserer Kinder mindern und dass Sie sich an der Zukunft verschulden. Das ist das, was Sie gerade tun. Es bröckelt an allen Ecken und Kanten. Bei Straßen, Brücken, Schulen. Und als Begründung sagen Sie, die Kassen sind leer, trotz stetig steigender Steuereinnahmen. Heute Morgen wurde es benannt, 111 Milliarden Euro in den kommenden 4 Jahren. Trotz dieser Steuereinnahmen. Wir Grünen sagen klipp und klar, es ist nicht jede Investition sinnvoll. Und viele davon sind sogar absoluter Blödsinn. Aber was Sie machen müssten, wäre als erstes die Spatenstichpolitik von Dobrindt zu stoppen. Nach wie vor geht nur jeder vierte Euro in den Erhalt von Straßen. Und 75% des Etats gehen in den Neubau. Dabei bröckeln die Brücken, die LKWs können nicht mehr drüber fahren. Stoppen Sie diese Verschwendung, setzen Sie Prioritäten bei dem Erhalt von Straßen und Brücken. Und dann möchte ich, dass wir über Wettbewerbsfähigkeit sprechen. Ganz wichtiges Thema. Und wir sehen zu, wie ganze Orte von der digitalen Entwicklung abgekoppelt sind. Verfügen über kein schnelles Internet, ein Thema im Übrigen, was im Wahlkampf große Präsenz hatte. Breitbandausbau, von allen gefordert, die SPD ganz vorne dran. Nichts passiert. Nichts passiert. 1,4 Milliarden Euro werden in Luft- und Raumfahrt investiert. Und gerade mal 73 Millionen in neue Informations- und Kommunikationstechnologien. Das ist ein 0,5%. Ein 0,5%. Und was fehlt, ist eine offensive Breitbandstrategie. Wir sagen, machen Sie endlich Schluss mit Dobrindts Politik, bei der Maut sowieso, aber beim mangelnden Breitbandausbau auch. Gehen Sie in die Infrastruktur der Zukunft, machen Sie Ihr Versprechen vom Breitbandausbau wahr. Und zwar so, dass man mal was merkt, weil Sie das nämlich seit Jahren versprechen, dass Sie es tun. Und faktisch kommt nichts an. Und das entscheidet über die Wettbewerbsfähigkeit, wie wir in 10 Jahren dastehen. Das entscheidet darüber, ob hier am Standort investiert wird. Und es ist zu Recht angesprochen worden, es geht nicht nur um öffentliche Investitionen. Es geht auch um private Investitionen. Und da sind nötig klare Signale an die Unternehmerinnen und Unternehmer und an die Investoren. Und ich finde, Sie haben im vergangenen halben Jahr, gerade bei der Energiewende, an vielen Stellen so derartig Missmanagement gezeigt. Und ich will es Ihnen an einer Stelle deutlich machen, wo Investoren Ihnen wirklich wegbrechen. Wirtschafts- und Energieminister Gabriel hat zugestimmt, dass jetzt jedes Bundesland seine eigenen Abstandsregeln für Windkraftanlagen festlegen kann. Das bedeutet erstens, dass Flächen für den Windradausbau drastisch reduziert werden. Aber es bedeutet noch was anderes. Was passiert denn, wenn ein Investor Repowering machen will, ertüchtigen will, ein besseres Windrad hinstellen will? Was passiert dann? Dann greift die Abstandsregel. So hat uns das der Staatssekretär Barke im Wirtschafts- und Energieausschuss klar und deutlich gesagt. Dann greift die Abstandsregel. Das heißt faktisch, dass Neuinvestitionen und Ertüchtigung bei Windenergie nicht mehr möglich ist. Das ist auch absurd. Und das kann ein Energie- und Wirtschaftsminister unserer Ansicht nach nicht zulassen. Das haben Sie zugelassen. Hier hätten Sie Seehofer in den Arm springen müssen. Deutschland bleibt nur Technologiestandort, wenn hier geforscht wird. Ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass das Bild Seehofer in den Arm zu springen nicht ganz so hübsch ist, aber Sie wissen, wie es gemeint hat. Ja, oder für ihn. Also je nachdem. Ich glaube, beide leiden. Beide leiden. Mittelstand braucht Impulse. Wissen Sie, Sie haben ja nicht nur den Breitbandausbau im Wahlkampf immer thematisiert. Sie haben auch immer gesagt, wir machen die steuerliche Forschungsförderung. Und jetzt sind Sie doch dran als Große Koalition. Sie hätten ja sogar unsere Unterstützung.
Wieso gelingt es nicht, das zu machen, was 27 von 34 OECD-Ländern machen? Dass sie nämlich sagen, wir fördern Kreativität, Tüftlertum, den Geist von vielen kleinen Unternehmen und bringen mal die steuerliche Forschungsförderung auf den Weg, weil da nämlich unheimlich viel Potenzial ist. Nein, was sie machen, ist Projektförderung. Was wir wollen, ist steuerliche Forschungsförderung. Da sind wir uns mit den Wirtschaftsexperten dieses Landes einig und im Übrigen auch mit ihren Wirtschaftspolitikern. Auf mit der Initiative, her mit der steuerlichen Forschungsförderung. Das war mir eine kluge, vorausschauende Wirtschaftspolitik. Sie haben gesagt, wie wichtig Ihnen Investitionen in die Zukunft sind. Was haben Sie gemacht? Ein 160 Milliarden Euro schweres Rentenpaket beschlossen. Die Rentenkasse, Herr Fuchs, ist in den nächsten Jahren leer. Die machen Sie leer. So kommt übrigens der Haushalt ein bisschen zustande, ja, weil Sie sich sowas an den Sozialkassen bedienen, da findet man ja gar keine Worte dafür. Sie schröpfen die Rentenkasse, Sie schröpfen die Gesundheitskasse. Aber wirtschaftspolitisch ist es doch auch Unfug. Wirtschaftspolitisch ist es Unfug, Frühverrentung zu fördern. Wirtschaftspolitisch ist es Unfug, höhere Sozialbeiträge herbeizureden. Ein Wirtschaftsminister muss doch da dagegen stehen und zu sagen, wir geben Antworten auf Fachkräftemangel, wir geben Antworten auf den demografischen Wandel. Und es ist nicht Griff in die Sozialkassen, das ist nicht Beitragssatzsteigerung, sondern es ist eine kluge Politik, die auch eine soziale Sicherung in den nächsten Jahren garantiert, aber wirtschaftspolitisch abgefedert. Das muss ein Wirtschaftsminister machen. Und schließlich erwarten wir von einem Wirtschaftsminister, dass er sich zum Anwalt einer nachhaltigen Konsolidierung macht, und zwar nachhaltig im besten Sinne. Im besten Sinne. Investitionen und Innovation für Klimaschutz. Konsequentere Energiewende, Ressourcenschonung, Energieeffizienz, ganz wichtiges Thema, aber auch aus einer europäischen und globalen Perspektive den Blick darauf haben, wie sieht denn die europäische Strategie weg vom Öl aus? Frau Kollegin. Wie sieht denn die europäische Energiewende aus? Ich komme zum Schluss. Ja. Dafür brauchen wir eine wirtschaftspolitische Agenda, die über das hinausgeht, was der Wirtschaftsminister hier angedeutet hat. Da muss man sich auch mal mit den Unternehmen anlegen, da muss man sich auch mal mit den Gewerkschaften anlegen. Und letzter Satz, im Übrigen auch bei der Tarifeinheit. Ich warne einen SPD-Parteivorsitzenden und eine SPD-Bundestagsfraktion davor, leichtfertig mit dem Thema Streikrecht, leichtfertig mit dem Thema Koalitionsfreiheit umzugehen. Letzter Satz. Seien Sie vorsichtig, was Sie bei der Tarifeinheit machen. Wir stehen für Tarifpluralität. Ich danke Ihnen. Danke, Frau Kollegin. Nächster Redner in der Debatte, Wolfgang Tiefensee.